So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Don Matteo unterwegs. Heute dieselt es wieder etwas. Ich habe die Klasse 37 ausgewählt, um euch die zu zeigen. Wir haben einen Auftrag, einen Triebwagenzug ins Depot zu fahren bzw. ins Depot abzuschleppen, und wie ihr hier beim der Beschreibung schon seht, stehen wir in der Mandi Junction und müssen dann zu den Newport Docks fahren. Wir dürfen weiterfahren, sobald das Signal auf Fahrt springt. Weil dieser Zugverband schon unterwegs war, ist die Klasse 37 schon etwas aufgerüstet, also sie ist schon ziemlich voreingestellt. Aber wir werden sicher noch mal ein Video machen, dann wo die Klasse 37 von Grund auf aufgerüstet werden muss. So, ich würde sagen, wir starten. Das Wetter ist nicht ganz so ideal, aber wir schauen mal, was wir da machen können. In dem Sinne starten wir zu unserem Auftrag. Klicke ich das weg. So. Das System ist die Klasse 37, und was wichtig ist, ist, dass das ABS eingeschaltet ist. Das ist schon passiert da. Und sonst das andere, wie gesagt, werden wir später einmal noch anschauen. Was wir noch machen müssen, ist den Richtungswender nach vorne. Und sonst ist der Zugverband schon soweit aufgerüstet. Die Klasse 37884. Und wir schleppen da eine Klasse 314 ab. So, wir haben freie Fahrt. Dann nutzen wir das, lösen die Bremse und schalten unsere Leistung auf. Und ihr seht, unser Ungetüm setzt sich in Bewegung. Ja, die ist auch wieder von Armstrong Powerhouse aufgemotzt, die Maschine. Also das ist wirklich klasse, mit der zu fahren. Macht riesig Spaß. Da über die Brücke. Nach Newport. Da müssen wir vorziehen bis zum Haltesignal. Warten. So, warten wir da mal.
mit unserem Zugverband und können die Zeit gerade noch etwas nutzen, um da etwas auf dem Bahnhof rumzufliegen. Da ist auch so wieder ein Klasse 43 Zug eingefahren. Da haben wir eine Klasse 158, die will nach Cardiff Central. Okay, sorry. Genau. Ups. Da kommt auch noch gerade was angefahren. Ja, wir haben noch keine Ausfahrt. Da dieselt was, hä? Stelle mich da mal noch hin. Wir machen da noch ein Foto, wenn der Zug ausfährt. Ja, der ist ja auch schon am Kommen. Lassen wir den mal ausfahren. Ja, wir befinden uns auf der Strecke von Bristol nach Swansea und sind eben hier im Moment im Bahnhof von Newport am Warten, bis wir freies Signal kriegen. Ich da kurz mal schauen. Hier stehen wir. Dahin müssen wir dann zu dieser Hafenanlage. Voilà. Wir haben freie Fahrt bzw. eingeschränkt. Ja. Und ihr seht, wie die da so hin und her schaukelt, wenn sie losfährt, die Klasse 37, das macht wirklich Laune. Alles klar. Wir fahren da jetzt einfach mal langsam raus. Der Intercity da vorne, der blockiert natürlich noch die Fahrstraße.
Ja, diese Class 37 ist natürlich auch sehr verbreitet gewesen auf den englischen Strecken, ist es auch heute, sind es auch heute noch. Und die wird sowohl im Personen- wie auch im Güterverkehr eingesetzt. Doppelgelb. Mit einer Ablenkung signalisiert von 15 Meilen nach links. Das sehen wir schon da vorne auch am Signal. Dann schauen wir mal, dass wir das auch einhalten. Jetzt ist halt jetzt auch wieder so ein Nebenszenario, das man sonst eigentlich nicht groß spielt, weil man meistens dann nicht auf diesen Strecken unterwegs ist, sondern meistens hier auf der Hauptlinie fährt und halt eben auch durchfährt und es gar nicht realisiert, dass es da noch links und rechts so Nebenschauplätze gibt. Aber wir werden das jetzt mal erkunden. Güterwagen und Klasse 66 abgestellt. Ist auch eine sehr schöne Maschine. Da haben wir Ladewagen. Geht es da jetzt mal runter, Lichtung Hafen. Hm? Ist soweit alles okay. Etwas trostlos da die Gegend. Hä?
Ups. Es geht da etwas den Berg runter, deshalb ist auch schauen, dass ich die Geschwindigkeit nicht arg überstrapaziere. Aber es ist schon schön zu hören, wenn man dann wieder Leistung aufschaltet, wie das dröhnt da von den Dieselmotoren. Man spürt richtig die Kraft, die da hinter einem aufgebaut wird. Nur im Falle, da jemand rumstehen würde, dass wir da am Kommen sind. Ja. Hier müssen wir es dann halten, bei den Hafenanlagen eben Gleis 1b. So, ich würde jetzt mal sagen, halten wir hier mal an, dass da die Straße noch frei ist. Okay. So sieht das also aus, da in den Hafenanlagen. Okay, dann lassen wir die da mal stehen. Exzellent. Okay. Lösen wir da mal die Bremsen und fahren zum Nebengleise 2. Schauen noch kurz, dass das alles okay ist da. Passt. Können wir da mit der Lokbremse arbeiten? Davon endet dann auch die Strecke. Ich halte hier mal an. Okay. Auch ein
Schönes Bild da von der Klasse 37884. So, was müssen wir als nächstes tun? Rundmarke, das heißt, ich muss jetzt zurückfahren, wenn ich da die Karte mal anschaue. Hierhin muss ich fahren, jetzt muss ich aber da kurz die Fahrstraße noch stellen, damit das dann passt. Genau, und da wäre es dann, das passt, okay. Dann wechseln wir den Führerstand, damit wir jetzt das AWS-System, also ich schalte jetzt da mal kurz den Scheibenwischer aus. Damit wir das AWS wieder nutzen können, müssen wir es hier jetzt in diesem Führerstand ausschalten. Sonst können wir das nicht nutzen. Ich mache mit Ctrl und Minus, gehe ich in den anderen Führerstand. Da muss ich jetzt, ihr seht, das ist jetzt alles wie abgerüstet, da muss ich jetzt wieder aufrüsten. Da gehe ich als erstes das AWS anschalten, bestätige das, gehe mit dem Richtungswender da, sorry, also da hier ist der Master Key, das ist etwas versteckt, den muss man da auch mit Shift und W öffnen, so, und jetzt kann ich in die Vorwärtsstellung bzw. in die neutrale Stellung gehen, mit der Taste R gedrückt und Ü. Also für die löse ich die Bremse, ich kann nicht nur einfach runterschalten, ich muss mit der Taste Ü, also beziehungsweise R, die Bremse zuerst lösen, damit ich die entlasten kann. Dann das Licht ein, das Headlicht, die Tails, Moment, die sind aus, die machen wir so, genau, das ist okay. Und dann würde ich sagen, Scheibenwischer an und wir gehen. Lockbremse lösen und wir schalten da Richtungswender nach vorne und schalten Leistung auf. Ich habe jetzt da die Lichter noch angelassen. Weiß ja nicht, was da noch alles kommt. Aber dann gehen wir da mal zurück zu unserem Ausgangspunkt. Ein hoch und tiefes Makro. So, wir umfahren jetzt da mal unsere Klasse 314. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was mit der dann geschieht, ob die verschifft werden soll oder was mit der passiert. Keine Ahnung. Aber das muss ich ja auch nicht wissen, ich habe nur den Auftrag, die Befehle so auszuführen, wie man sie mir aufgibt. So. Genau, so, jetzt bremsen wir da mal runter. Dann sind wir da auf unserem Haltepunkt. Schauen jetzt mal, oh sorry,
was man da machen muss. Aha, ich muss die jetzt also dann hinten ankuppeln. Das heißt, ich gehe jetzt nach hinten. Beziehungsweise ich setze jetzt zurück. Ich mache mit dem Richtungswender nicht nach. Das ist jetzt also ganz nach hinten ist off. Und, sondern nur nach rückwärts. Dann gehe ich da nach draußen. Moment, ich muss ja noch kurz die Fahrstraße dann stellen. Sonst komme ich gar nicht an meine Wagen ran. Okay. Dann gehen wir da mal lösen die Bremse. Und zisch hat's gemacht. Und wir. Cool, ne? Das ist so ein tolles Gefühl da mit diesem Diesel. Veteranen zu fahren. Was ist da gerade? Etwas Radschlupf. So, wir schauen da noch mal nach draußen. Und lassen uns da mal so hinrollen zu unseren Wagen. So, ich würde mal sagen, wir nehmen mal diese Perspektive ein da, damit wir das Ankuppeln dann auch gut beobachten können. So, ich weiß zwar jetzt gar nicht, wie das da funktioniert mit dieser Kupplerei, aber ich... Ach, die hat da so... auch eine... Das ist ja spannend, hä? Dann schauen wir mal. Und gehe da sachte ran. Ich will den ja nicht zertrümmern da. Reicht das jetzt schon? Ups, voilà. Genau, das ist dieses Kupplungssystem. Das ist ja clever, hä? Okay. Und jetzt müssen wir die das zurück... schieben Newport Dock Siding 2. Schauen wir mal auf der Karte, wo das ist. Das heißt, ich muss jetzt die Wagen da nach hinten bringen. Genau. Kann ich die also einfach zurückschieben. Dann machen wir das. Die in dem Falle verschifft oder sowas.
alle aus dem Weg. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass da jemand da hinten ist und mir auch Funkbefehle gibt, um was es geht. Sonst wäre es schon ziemlich riskant, einfach so über unbewachte Bahnübergänge zu fahren. Okay, dann drücken wir da noch etwas zurück. Vermutlich werden die dann da aufgeladen. Ich weiß nicht, was da gebe da noch. Noch ein Meter, noch ein Meter, noch ein Meter und so, ich würde sagen, da stellen wir das jetzt ab. Gehen da mal kurz noch raus, schauen da, was da. Ups. Die Hafenanlage, sehr düster heute. Vermutlich werden die dann irgendwie da verschiffen. Da muss ich denn sicher da jetzt genau. Ein letztes Mal abkuppeln, okay. Und jetzt soll ich mit der Klasse 37 zu Newport Dock Siding 1A. Okay, ich schaue mir das zuerst auf der Karte, wo das 1A ist. Zeige Aufgabe zeigen. Oh. Das ist ja nur da vorne. 1A. Das heißt, ich muss da wieder nach links abbiegen. Okay, dann machen wir das. Richtungswender nach vorne. Kurzes Signal. Bremse lösen. Und schalten wir da mit der Leistung auf. Ja. Das ist übrigens der Radschlupf, der da signalisiert wird, wenn man zu stark Leistung aufschaltet. Es ist halt auch am Regnen und glitschig. Ja, aber eben, wir haben unseren Auftrag erfüllt und wie es dann weitergeht, da nach dem Abstellen, keine Ahnung. Da ist sie nochmal, unsere 37. Mit ihrem bulligen Aussehen. Aber macht echt Spaß, mit der rumzufahren, wirklich. Und eben auch mit dem Armstrong Powerhouse Add-on da dazu, wo jetzt auch gerade noch eine neue Version rausgekommen ist. Echt der Hammer. So, wie weit fahre ich denn da? Ich fahre noch etwas da.
Halte mal da auf dem geraden Teilstück. Halte ich den an. Ja, das war's von unserem Ausflug mit der Klasse 37. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch Spaß gemacht. Wie gesagt, Nebenschauplätze nicht einfach da so auf der Hauptstrecke rumdonnern. Das kommt aber dann auch noch. Aber für dieses Mal eben so ein Rangierauftrag. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über eure Daumen und eure Kommentare. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Dann kriegt ihr einen Hinweis, wenn ich was Neues herauflade. In dem Sinne, macht's gut und herzlichen Dank. Tschüss zusammen, euer Don Matteo.